meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute habe ich Bubble Tea gemacht. Bubble Tea ist ja ganz trendy. Aktuell gibt es das jetzt überall zu kaufen und auch wir sind auf diesen Trend richtig aufgesprungen. Ich liebe Bubble Tea. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das mal zu Hause zu machen und habe drei Varianten auch für euch jetzt gefilmt und gezeigt, wie auch ihr euch zu Hause selbst Bubble Tea machen könnt. Also ja, seid gespannt. Ich zeige euch drei Arten. Und wünsche euch viel Spaß beim Video währenddessen. Und währenddessen genieße ich mein Bubble Tea. Viel Spaß! Wir sehen, was durchgeht. Ob das dein Bisschen zu groß geschnitten hat, weiß ich nicht. Dieses Bubble Tea. Dann machen wir das ja damit. Vergiss es. Was ist das denn? Sag, bis jetzt mal tschüss. Tschüss, bis nächstes Mal. Also, falls ihr auch euch zu Hause Bubble Teas machen wollt und nicht wisst, wie es geht, dann schaut euch einfach das Video an. Ich habe euch auch alle Zutaten, die ihr dafür braucht, unten in der Infobox verlinkt und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Für mein erstes Bubble Tea Rezept habe ich mir es super einfach gemacht. Hierfür habe ich mir einfach schon fertige Bubbles bei Amazon bestellt. Die gibt es ja in verschiedenen Sorten. Ich habe hier Strawberry, also Erdbeere, genommen und ja, die kommen schon fix und fertig an und dann habe ich schon angerichtet. Hier habe ich mir dann in ein Glas die Perlen reingemacht und habe dann grüne Fanta genommen, weil die es cool ausgesehen hat und habe die drüber geschüttet und ja, fertig ist das Getränk eigentlich schon. Ich habe hier noch Eiswürfel reingemacht, damit es natürlich erfrischend schmeckt. Und ja, that's it. So einfach ist es gegangen. Ich habe mir auch übrigens so coole Strohhalme gekauft, oder besser gesagt Trinkhalme, Trinkgläser, weil es ja aus Glas ist. Richtig cool. Da verlinke ich euch in der Infobox. Das Ganze könnt ihr übrigens mit allen möglichen Säften, Getränken, was auch immer, wiederholen. Einfach ein cooles Getränk. Hier habe ich so einen richtig coolen Aloe Vera Mangosaft, der mega lecker schmeckt. Und es soll einfach irgendwie nur cool ausschauen. Und dann habe ich ja, wie ihr seht, schon die roten Bubbles reingemacht. Und es ist schon ein Gedicht, wie schön das aussieht. Mein zweites Bubble Tea Rezept ist schon ein bisschen aufwendiger. Hier habe ich mir schon fertige Tapioca-Perlen bestellt. Auch wieder von Amazon, werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Diese muss man dann schon ein bisschen aufwendiger zubereiten. Hierfür habe ich Wasser gekocht. Dann habe ich ein bisschen braunen Zucker reingemacht. Ich habe mir gedacht, dass es noch ein bisschen intensiver schmeckt. Wäre aber eigentlich nicht nötig gewesen. Das Ganze habe ich dann ein bisschen aufkochen lassen und dann die Tapioca-Perlen reingetan. Da muss man ja das irgendwie so abschätzen nach Gefühl, wie man glaubt, dass man jetzt benötigt. Also ich habe da wirklich so ein bisschen reingemacht. Wie ihr seht, ein paar Perlen sind ja kaputt gegangen. Das schäumt dann oben so drüber, aber das macht gar nichts. Also das ja, passiert halt, ist halt so wie sowas wie ein Teig und deswegen kann es halt passieren, dass die brechen. Aber don't worry, weil die Tapioca-Perlen trotzdem gelingen. Das ist wirklich super einfach, wie ihr seht. Ich habe meine Tapioca-Perlen übrigens ungefähr 30 Minuten lang gekocht, bis sie dann wirklich fertig waren. Und da kann man einfach eine probieren, um zu sehen, ob sie schon fertig ist. Und bei mir, wie gesagt, 30 Minuten und dann waren sie fertig. Und nachdem die Tapioca-Perlen fertig gekocht sind, kommen sie dann in ein Wasserbad zum Abkühlen. Also let's go! Anschließend habe ich dann noch braunen Zuckersirup gemacht. Das geht auch super einfach, dafür braucht man nur braunen Zucker und Wasser. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Und der Zuckersirup ist auch wirklich super schnell und einfach gemacht. Einfach den braunen Zucker mit dem Wasser ständig verrühren, damit auch wirklich nichts anklebt. Am besten mit einem Holzlöffel und das Ganze einmal aufkochen lassen und dann einfach so bei mittlerer Hitze köcheln. Man kann den Sirup dann auch ganz einfach mit Hilfe eines kleinen Teller testen, ob er fertig ist. Man einfach ein bisschen was reinschütten und wenn man merkt, dass er nicht mehr so stark rinnt, dann ist er klebrig und dann ist er perfekt. Ihr könnt dann auch vorsichtig mit dem Finger reintatschen, aber nur vorsichtig, es könnte heiß sein und das ist einfach ja, der Test, wo ihr die Finger dann auseinanderzieht. Dann wisst ihr, euer Sirup ist fertig. Die Tapioca-Perlen, die ja jetzt im Wasserbad waren, kommen jetzt in meinen leckeren Sirup hinein. Die werden da jetzt nochmal so drinnen ja, ein bisschen verweilen und den ganzen Sirup aufziehen.
ziehen und das wird auf jeden Fall eine Geschmacksbombe, sage ich euch. Ist mega, mega lecker. Also wer es süß mag, der sollte das ausprobieren. Das ist so, so lecker. Schaut euch das an. Ein Gedicht. Ja, und das Wichtigste bei einem Bubble Tea ist natürlich der Tee oder das Getränk sozusagen. Und ich mag am liebsten schwarzen Tee. Und deswegen habe ich hier diesen Earl Grey von Teekanne mit ca. 1/2 Liter Wasser ziehen lassen. Nachdem der Tee dann ausgekühlt ist, kann man ihn anrichten. Und ja, ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe es falsch herum angerichtet. Hätte ich es andersrum gemacht, wäre es besser gewesen. Aber egal, geschmacklich hat es nichts Schlimmes getan. Ich habe halt jetzt Tee und Milch und dann erst die Bubble Teas reingemacht, also die Tapioca-Perlen reingetan. Ich kann euch empfehlen, macht es andersrum. Dann könnt ihr ein bisschen das Glas verzieren. Wie gesagt, geschmacklich hat es dem nichts abgetan, aber optisch vielleicht ein bisschen. Und ich habe euch ein bisschen gepatzt. Ja, aber wie gesagt, das ist wirklich so, so, so lecker. Und falls ihr noch nie Bubble Tea probiert habt, dann probiert es mal. Suchtgefahr ist da. Für mein letztes Bubble Tea Rezept für heute habe ich es mir super schwer gemacht. Da habe ich nämlich gleich direkt nur Tapioca Stärke bestellt. Hat den Vorteil, dass man seine eigenen Bubbles machen kann und seinen eigenen Geschmack. Und ich habe mich hier für Kiwi entschieden. Super. Wenige Zutaten braucht man dafür, eine Kiwi, ein bisschen Zucker und natürlich die Tapioca-Stärke. Das genaue Rezept schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox. Hierfür einfach Kiwi in meinem Fall, aber man kann auch andere Früchte nehmen, Mango, dies, das, was auch immer, was einem schmeckt. Pürieren und nicht nur pürieren, sondern man muss es dann auch nochmal durch einen Sieb sieben. Es muss wirklich super fein sein und ich wollte auch unbedingt, dass gar kein Kiwi-Kernchen zu sehen ist. Ja, man kann es sich natürlich super einfach machen oder super schwer. Ich wollte, dass es perfekt ist. Ja, das Ganze habe ich dann durch einen extrem feinen Sieb durchgesiebt oder durchgequetscht. Keine Ahnung. Es ging aber eigentlich doch recht gut, sage ich mal. Ja, bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Zu dem Kiwi-Püree kommt dann der Zucker dazu. Das Ganze wird schön miteinander vermengt, damit sich der Zucker so ein bisschen auflöst. Und anschließend kommen dann noch 2 Teelöffel von der Tapioca-Stärke dazu rein. Und das Ganze muss dann ein bisschen erwärmt werden. Am besten ihr macht es in die Mikrowelle, so ein paar Sekunden. Ja, aufpassen, dass es nicht überhitzt, aber es soll auf jeden Fall warm werden. Nachdem ich es dann aus der Mikrowelle rausgeholt habe, hat es ungefähr so ausgesehen. Das ganze Grün war irgendwie weg. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Habe aber trotzdem eine ganze Tapioca-Stärke dazu getan, die ich noch hatte. Habe das Ganze miteinander vermengt und ja, habe mir dann aber meine Silikonmatte zur Hand genommen, weil jetzt muss ich das Ganze wie so ein Teig zerkneten. Und wenn ihr so eine Silikonmatte habt, dann nutzt sowas. Das ist super praktisch. Mache ich auch bei Pizzateig. Ich werde es euch unten in die Infobox verlinken. Mega praktisch und hat nicht viel gekostet. Ja, der ganze Teig muss auf jeden Fall jetzt verknetet werden. Und wie gesagt, ich war doch recht enttäuscht von der Farbe. Ich wollte ja, dass es grün ist. Und es war nicht mehr grün. Es war komisch gelb. Deswegen habe ich mir ein bisschen Lebensmittelfarbe zur Hand genommen. Und ja, den Teig, die Knete oder wie auch immer, diesen Tapioca Teig, ja, ein bisschen miteinander, ich habe ihn ein bisschen gefärbt, so, das wollte ich sagen. Und ich habe den Tapioca-Teig so lange geknetet, erstens bis ich natürlich die gesamte Farbe verteilt habe, damit es schön gleichmäßig aussieht, und noch die restliche Stärke, die ihr da seht, die wollte ich natürlich auch noch schön verteilen. Ist natürlich schon eine Arbeit, die Geduld braucht, und da muss man auf jeden Fall das schön ordentlich und sorgfältig machen. Ja, bei mir hat es nach einer gewissen Zeit dann so ausgesehen, also wie Knete. Also hat sich auch so angefühlt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und ja, nachdem ich dann fertig war, habe ich den ganzen Teig so in 4 Stücke unterteilt und diese dann zu so langen, wie soll ich sagen, ja, zu so langen Strängen geknetet, auseinandergezogen. Und ja, das habe ich dann 4-mal quasi wiederholt, dass alle ungefähr gleich lang sind. Und dann habe ich diese zurechtgeschnitten zu so kleinen Würfelchen. Und nachdem ich dann komplett fertig war und den gesamten Teig mir zurechtgeschnitten habe, habe ich dann die Michelle zur Hilfe mir genommen, meine
Tochter und die hat mir dann geholfen, aus diesen kleinen Würfeln kleine Kügelchen zu formen. Da haben wir uns dann auch so ein Gläschen genommen, da habe ich noch so Tapioca-Stärke reingetan, damit sie sich nicht aneinander kleben, und dort haben wir dann immer alle hineingeworfen, nachdem wir sie fertig die Kügelchen geformt haben. Genau. Und das sind jetzt unsere Tapioca-Kügelchen, unsere grünen Kiwis. Die überrestliche Tapioca-Stärke habe ich dann auch nochmal weggesiebt, damit das Ganze dann jetzt nicht zu klebrig wird. Also schön wegsieben, dass die dann schön sauber sind und nicht mehr so weiß. Und dann geht's schon ans Kochen. Hierfür wieder einen Topf nehmen, heißes Wasser da drin kochen, nachdem das Wasser gekocht ist, also aufgekocht ist. Dann die Tapioca-Perlen reingeben und wieder für circa 30 Minuten kochen. Und wie man hier schon erkennen kann, sind meine Tapioca-Perlen viel zu groß. Ja, einige sind schön klein, aber einige sind auch viel zu groß und schauen komisch aus. Ja, nach der 30-minütigen Kochzeit sind die dann auch schon fertig. Man kann erkennen, dass sie so Gelee-artig aussehen. Daran kann man schon erkennen, dass sie wirklich fertig sind. Und die kommen dann auch wieder ins Wasserbad und kühlen ein bisschen aus. Und nachdem sie ausgekühlt sind, kann man sie schon anrichten zum Getränk. Yay! Diesmal habe ich es auf jeden Fall richtig gemacht von der Anordnung. Zuerst kommen die Tapioca-Perlen hinein und dann kommt der leckere Saft hinzu. Hier habe ich dann wieder diesen Aloe Vera Mango verwendet. Der schmeckt so lecker und es schaut auch wirklich schön aus in der Kombination. Wieder Eiswürfel reingemacht und schon ist das Getränk fertig. Ja, ich sag's euch, Bubble Tea Love is real. Ja, meine Lieben, ich hoffe, mein Bubble Tea Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr meine Bubble Teas nachmacht, dann verlinkt mich gerne auf Instagram, wo auch immer. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Und ich genieße jetzt mein Bubble. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.